Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Als Dankeschön für Ihren Support möchte ich jedem Abonnenten da draußen die Möglichkeit geben, GTA-Dollars zu bekommen. Die Regeln dafür sind ganz einfach. Für jeden einzelnen Like gibt es 1 Million GTA-Dollar. Um die GTA-Dollar zu gewinnen, solltest du einen Kommentar schreiben und Abonnent dieses Kanals sein. Der Gewinner wird per Privatnachricht kontaktiert und ich wünsche euch viel Glück. Jo Leute, was geht? Ja, und heute darf ich euch mal wieder begrüßen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und in diesem Video soll es mal um die Mod-Menüs in GTA Online gehen, ob es welche für den Online-Modus gibt, beziehungsweise ob es noch welche geben wird. Aber das werden wir alles in diesem Video klären. Also bleibt bis zum Ende dran, lasst dem Video ein Like, da lasst den Kanal einen kostenlosen Abo da. Also jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an. Und jetzt möchte ich erstmal kurz darauf hinweisen, dass ich zurzeit 3 Unlock-Alls an euch verlose und dafür musst du einfach nur das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und in die Kommentare schreiben #PGTV. Jetzt will ich aber wie immer denjenigen grüßen, der halt im letzten Video einen positiven Kommentar in die Kommentare geschrieben hat, und das war auf jeden Fall der Robin Schmidt und er schreibt Top-Video, #neuer Abo. Okay, Dankeschön auf jeden Fall für deinen Kommentar, Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich und bleib auf jeden Fall aktiv am Start, mein Freund. Aber jetzt möchte ich mich nochmal bei euch bedanken für die 8000 Abonnenten, die wir jetzt geknackt haben. Ein riesen Dankeschön geht an euch raus, dass ihr so fleißig geteilt bzw. abonniert habt und meine Videos einfach so supportet habt. Also ein riesen Herz geht raus an euch, Leute. Und jetzt möchte ich mich nochmal kurz entschuldigen eigentlich. Und zwar bin ich krank, also eigentlich muss ich mich ja gar nicht entschuldigen, aber ich möchte es trotzdem machen, Leute. Gestern kam deswegen schon kein Video, ich habe mich erkältet und gestern hat meine Stimme so ekelhaft geklungen, da konnte ich wirklich nichts aufnehmen. Als ich heute aufgestanden bin, da habe ich echt ein bisschen viel geredet, weil heute wollte ich unbedingt noch ein Video machen und deswegen, Leute, ich hoffe, dass meine Stimme heute ansatzweise geht. Ich hoffe, dass ich mich auch nicht allzu oft versprechen werde, weil ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selber YouTube macht, wenn ihr krank seid und was kommentieren wollt, dann läuft es einfach nicht so, wie es ist, und deswegen, Leute, entschuldigt bitte diese paar Probleme, dass ich halt krank bin, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr euch da halt darauf freut, dass heute trotzdem ein Video kommt. Wenn ihr euch darauf freut, dann schreibt einfach mal #FuckOffKrankheit so in die Kommentare. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Video, weil wir haben ja schon wieder viel zu viel rumerzählt. Und zwar geht es heute um die Mod-Menüs. Und ja, ein oder andere aktive Hase von euch wird sich jetzt bestimmt fragen, ey Piero, du hast doch vor ein paar Wochen schon ein Video, oder Monaten, schon ein Video zu den Mod-Menüs gemacht, warum machst du jetzt noch ein Video, was soll das? Und zwar gibt es Neuigkeiten, Leute, es gibt eine aktuelle News halt und die möchte ich euch heute erklären, beziehungsweise einfach mal erzählen. So, und zwar fangen wir einfach mal an mit dem ersten Teil, und zwar müsst ihr erstmal, wenn ihr mein erstes Video dazu noch nicht gesehen habt, schaut euch am besten erstmal das an. Ich werde das jetzt einfach mal oben rechts einblenden. Wenn ihr das Video dazu noch nicht angeguckt habt, zu den Mod-Menüs, dann guckt das bitte an, weil die ganze Vorgeschichte kann ich jetzt nicht erzählen, sonst würde das Video zu lange gehen. Und zwar, Leute, gab es jetzt neue Informationen, die ich gelesen habe. Es kann natürlich sein, dass es alles nicht alles so stimmt, aber ich habe mich wirklich informiert und hoffe, dass ich die ganzen News an euch gut verbreiten kann. Und deswegen, Leute, teilt das Video an eure Freunde, damit sie auf jeden Fall davon Bescheid wissen. Und zwar, Leute, wird das so sein, dass ihr ja schon wisst, dass es im Offline-Modus, das heißt im Story-Modus von GTA 5 halt ein Mod-Menü gibt, und da wollten die Modder ja jetzt versuchen, das Ganze in den Online-Modus zu bringen. Es gab oder gibt auf YouTube zahlreiche Videos, wo euch Leute das Ganze zeigen, wie ihr damit im Online-Modus spielt. Aber Leute, ich möchte euch davon abraten, weil Rockstar Games wird wieder hingehen und euch bannen. Das heißt, Mod-Menüs werden sehr gefährlich werden. Also Leute, ne, ganz ehrlich, ich würde niemals Mod-Menü benutzen, weil Mod-Menüs sind unnormal riskant für Bans, aber darum soll es eigentlich auch nicht gehen. Und zwar habe ich jetzt auch gelesen, habe ich informiert darum, und ich möchte euch jetzt einfach mal erklären. Und zwar, Leute, gibt es einige Modder, die der Meinung sind, dass ihr Mod-Menü auf dem Online-Modus schon spielbar ist, und dafür, Leute, soll es bald getestet werden. Das heißt, diese Leute wollen demnächst halt das Ganze veröffentlichen. Und ich bin mir nicht sicher, wie das Ganze wird, beziehungsweise ob das Ganze stimmt. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, das Ganze stimmt? Wie gesagt, allzu viel Neues gibt es nicht, aber es gibt wirklich einige Punkte, wo man sagen muss, Stimmt das oder nicht? Und zwar wurde, oder habe ich auch auf einer Seite mitbekommen, ein Forum von GTA, das kennt ihr vielleicht auch, wo Leute Glitches raussuchen und so. Und da werden halt auch manchmal so eine Sachen gepostet wie Mod-Menüs. Und da hat auch ein User geschrieben, dass es im April ein Mod-Menü geben wird, offiziell von ihm selber. Das heißt, ich werde euch sofort ein Video hochladen, sobald sowas online ist. Aber trotzdem möchte ich euch mit diesem Video auch davon abraten. Das heißt, es gibt einige Gründe, warum man das nicht benutzen sollte. Zum einen solltet ihr ein Mod-Menü niemals benutzen, um Leute abzufacken. Das heißt, um Gegner zu töten. Und zum anderen ist die Banngefahr so hoch, weil ihr euch halt alles modden könnt, was ihr wollt. Ihr könnt euch wirklich alles modden. Und Leute, wie gesagt, ich rate euch davon echt ab, weil Mod-Menüs, ich weiß nicht, Leute, ja, schreibt gerne in die Kommentare, was eure Meinung, aber meine Meinung darüber ist einfach, Leute wollen vielleicht Mod-Menüs nur zum Geld zu modden oder manche wollen halt Leute abfacken und ich bin mir nicht sicher, was daraus so wird. Wie gesagt, ich wollte euch heute nur kurz sagen, in diesem Video, dass es sehr gefährlich ist, Mod-Menüs zu benutzen, dass ihr wahrscheinlich alles wissen werdet, aber ich denke mal, die größte Information, die ich euch heute gebracht habe, was auch nicht offiziell, also Leute, jetzt nicht bitte behaupten, dass das jetzt offiziell ein Datum ist, was ich jetzt verbreite oder so. Das ist nur sowas, was ich gehört bzw. gelesen habe. Und zwar im April, das war auch nicht genau beschrieben, sondern nur im April soll sowas machbar sein, also in GTA Online zu modden. Und das stand halt, als ich das letzte Video dazu hochgeladen habe, noch nicht fest. Und deswegen wollte ich das Video hier nochmal nutzen. Und weil, Leute, wie gesagt, ich bin eh krank gerade und ich hatte auch heute nicht anders eine Videoidee und deswegen habe ich mir gedacht, komm, damit heute überhaupt ein Video kommt, werde ich heute nochmal über das Mod-Menü reden, weil ich mich davon wirklich informiert habe, Leute, und wirklich auch lange danach gesucht habe, nach der Information. Ihr werdet euch jetzt vielleicht sagen, ey, das ist doch viel zu wenig Information für so ein Video, aber Leute, ich finde, das ist einfach ausreichend, weil ich habe in diesem Video, wie gesagt, über das Mod-Menü geredet und euch ein mögliches Datum für einen Release erzählt. Und das waren auf jeden Fall die Neuigkeiten, die ich bisher habe. Wie gesagt, wenn was feststeht, ich werde das dazu nichts mehr hochladen, außer es steht fest, dass es rauskommt, dann werde ich euch dazu noch ein Video hochladen, obwohl ich euch davon echt abrate. Aber jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, Leute, auch wenn ich heute krank bin und nicht die beste Stimme habe. Aber Leute, es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr das Video einfach mal liken würdet, den Kanal kostenlos abonnieren könntet und den Kanal unbedingt mal an eure Freunde teilen könntet, weil, Leute, ich mache jeden Tag Videos. Ja, außer gestern war ich da krank, war wirklich, meine Stimme war abnormal ekelhaft und deswegen, Leute, will ich das euch auch gar nicht antun. Aber Leute, ich bin jetzt erstmal raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mal Hashtag Mod-Menü rein, wenn euch das Video gefallen hat und ihr bis hierhin geguckt habt. Aber jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, meine Freunde. Ich bin raus, haut rein und ciao, Leute.